Servus. So, ich dachte mir, ich mache mal wieder ein Video. So, die waren schon wieder voll hier hinten, die drei Becher. Ich will jetzt gerade sozusagen schon wieder drei Goldbarren machen. Der eine ist gerade dabei, die anderen zwei haben wir dann schon wieder. Die ersten drei sind schon wieder 5.000, die wir jetzt gerade herstellen. So, und ich werde jetzt mal ein Loch mal ein bisschen erweitern hier. Ich habe die Lampen mal wieder umgestellt. So, achso, und ich habe Kochen schon geholt. Da geht ordentlich was rein. Gut, ich kann sie nicht reinkippen dort oben. Ich muss es reinschaufeln. Aber das geht relativ schnell. Also, es geht schneller wie es auch weiß wird. Sag ich mal so. Gut, so. Haben wir dann sozusagen 9.000. Das ist doch wirklich schön, ja. Ja, wenn es hier wirklich so flach hoch geht, wäre ja richtig gut, da kann ich schön gemütlich da immer rein und raus laufen. Und ihr seht, hier geht wirklich ordentlich was rein. Ich habe jetzt noch nie mitgezählt, wie viele Schafe das eigentlich sind, die hier reingehen. Kann ich euch jetzt nie sagen. Aber vielleicht zählt ja gerade jemand mit. Kannst du mir ja gerne sagen, wie viele sind. Auf jeden Fall sind das mehr wie die 4 Eber. Voll, heißt es so voll.
Entschuldigung. Ich muss überlegen, ob ich die immer wegmache und nur eine zweite Schubkarre hole. Dass ich die eben gar nicht mehr nutze. Dass ich die für, weiß ich, irgendwas anderes nutze oder keine Ahnung. Einfach nur hinstelle. Dass sie schön aussehen. Keine Ahnung. Und das überlege ich gerade noch. Also da ist die Schubkarre ja nicht nötig. Könnte man sich das ja überlegen. Und zwei solche Schubkarren bringt vielleicht nicht mehr. Nicht mehr, aber da muss ich nie einfach sich ja immer rumschleppen. Die ja ständig machen, was sie wollen. Das könnte man eigentlich machen. So, müsste der Befehl sein, oder? Ja. Gut. Na ja, das Lärmding ausmachen. Ja, fertig. Haben wir schon da drin. 25% schon wieder. So. Gut. Sieht hier aus. 64%. Kann man hier noch ein bisschen was machen. So. Ja, das. Ich bin wirklich überlegen, ob ich die ehemals hier das letzte Mal. Ich denke schon, komm, wir gehen jetzt. Sehr gut, scheiße. Ich werde jetzt hier alles rangeschnürt. Komm, hier in den Container nehmen. Und ich werde dann machen, mein ganzes Zeug rein, was ich nicht mehr brauche. Dass das nicht alles so rumliegt hier überall. Und wenn ich dafür irgendwas brauche, für was auch immer. Selber noch wieder rausholen. Ich wüsste jetzt nicht so richtig, was ich so nutzen kann damit. Hier immer jetzt hier drin. Ja, man kann sie auch schieben, aber die Steuerung, die geht gar nicht. Die Steuerung, da müssen sie von der Schubkarre, da müssen sie ganz dringend was machen. Das geht gar nicht. Und deswegen trage ich die lieber. Ich kann das hier schneller rein und sich auch getroffen runter machen wie beim Buddeln. Warum auch immer das hier geht. Hier geht's ja.
ohne Stress. Man sieht doch immer, wie schnell die Matten irgendwie so voll werden. Und durch das Hin- und Hergelaufen mit den kleinen Eimern. Wir sind mindestens 5 oder 6 Emo sind hier auf jeden Fall drin. Oder ich jetzt mal so. Das können wir ja mal testen. Aus Abstiegen, nee, teste ich nicht mehr. Abstiegen, Box drauf. Müsste ich die Emo das wieder rausholen oder so? Nee. Gott, die Innen Emo können wir mal. Nee, wir lassen es. Was muss? Das ist immer noch bei 60%. So, nee, warte mal. Nee, stimmt, die kann man mal hier stehen lassen. Die stellen wir mal hier hin. Die anderen stellen wir dann gleich im drüben. So, fertig. Wie geht's hier alles? Ja, fertig. Sehr schön. So, okay, noch dunkel hier, kann das sein? Oh, wir haben eine Uhrzeit. Oh, Viertel sechs ist schon wieder. War ich mich nicht wundern. Ja, ich habe ja genug Licht. So. Nicken. Warum nicht? Ja, jetzt. Das war klar. Das ist etwas, was mich nervt, dass man das nie wirklich sieht. Okay. Ist aber egal. Stehen du da. So, ziehen wir da. Lösen. Die Level ist 4,7. Wieso sind das bloß 4,7? Oh. Warum sind das bloß 4,7? Das ist jetzt so. Komisch.
Warum sind das bis 4,7? Was waren das, die anderen? 7,8, ne? Das ist ja fast der Hälfte bloß. Das ist jetzt komisch. Warum das so ist. So, legen wir den mal hier rein. So, und ich werde mal. Lieber vor schnell. Also nehmen wir einen kleinen Pickup. Geht's hier jetzt raus? Können wir den Lehne. Warum hat er bloß 4,7 diesmal? Das wundert mich jetzt ein bisschen. Also die Bremse, die ist nie gerade das Beste an dem kleinen Ding hier. Euro, mein Gott. So, tschüss. Kannst du mir das Ziel machen? So. Oh, das wundert, das ist jetzt ein bisschen verwunderlich, warum der jetzt kleiner ist. Zähl ich noch Licht an dem? Machen wir doch mal Licht an. Wenn wir schon Licht dran haben, können wir so anmachen. Ganz schön hier schon kurz aus hinten drin. Hier komme ich nicht durch. So, nochmal 28%. So, haben wir jetzt noch hier in den Schubkoffer geholt. Ich stelle mich jetzt hier so hin. Ja. Oh, ich würde sagen, wir tun mal schnell hier spulen. Was ist denn jetzt wieder? Was ist denn hier? Diese ganzen scheiß Dinger. Die muss ich immer wegräumen. Die ganzen scheiß Teile hier. Weißt du was, die räume ich jetzt gleich mal weg. Brauchst du eh nicht mehr. Kann ich erstmal ein Inventar nehmen, mal raus. Mordlei. Zwei.
lösen. So. Du musst das nämlich gleich mal schnell hier wegräumen. Jetzt brauche ich eh alles nicht mehr. Nur das fürs Gießen, das werde ich alles mal hier lassen. Aber das Zeug brauche ich nicht mehr. Ich nicht mehr an Schokolade. Das ist toll. Ist das die Tür vom Problem? Besser. Ich dachte, dass ich die ganze Zeit gebrauchen könnte, aber naja, okay. Mein Gott, ist es halt so. Alles hier hinein schmeißen. Sag mal, will die Schubkarre mich veräppeln? Was steht da über? Warum sagt die so ständig in den Böden ein? Hab ich hier so eine scheiß Schokorolle, die hier ständig rumpackt oder was? Und da funktioniert einwandfrei. Hab ich das noch nie gehabt. Wenn ich hier so den Boden mir angucke und das mir angucke, wie das dort unten drin aussieht, würde ich sagen, das ist das Bodenende. Und wenn du das so siehst, ja, das ist das Bodenende. Also nichts Wertvolles gefunden, schade. Ich dachte, ich habe dort irgendeinen Rubin, Diamanten oder sonst was gefunden. Schade. Hier ist 57%. Tresor da hoch, nicht so sinnvoll. Sinnvolle Geldausgabe, aber naja. Dass ich mit den Größen Hufen kaufen werde. Aber erst nicht mal mit dem Kleben hier anfangen. So. Du kannst auch weg, dich brauche ich auch nicht mehr. Nein, schmeißen jetzt.
Frage eigentlich bloß wirklich. Eine Form und die drei Becher. Den Rest vielleicht auch mit rein. So, gut. Brauche ich eigentlich auch nicht. Ich habe hier. Wo ist denn die dritte hier? Achso, die steht drin. Ja, logisch. Ich muss mal ein bisschen aufräumen. Alles hier hineingeschmissen. Tür zu sieht's keiner. Zum Beispiel. Kann ich die Tür offen lassen. Von den Formen, da gab es glaube ich bloß eine, oder? Gab es da verschiedene Größen? Nein, ne? Gut, die Formen, die brauchst du nie. Die kannst du auf den Tisch hochlegen, die kannst du aufhängen. Da gibt es bloß eine Größe. Also die brauchen wir weiterhin. Aber die Becher hier brauchen wir nicht mehr. Sind die kleinen. Kurzlöse ist, würde ich gerne mal wissen, warum ihr ständig in den Boden reinfliegt. So. Liegt jetzt hier noch irgendwas rum, was ich nicht mehr brauche? Nein, ne? Alles weg ist. Ja. Gut, die Formel, die wir auch mal aufheben, die legen wir hier auf den Tisch. Wenn ich sie kriege. Hatte ich eigentlich alles hier auf dem Tisch irgendwie. Es ist irgendwann alles durch den Tisch durchgeflogen und lag dann eben alles unten drin. Noch die Stirn einer dahinter. Den wollen wir noch mit wegnehmen. Den brauchen wir auch nicht mehr. Ja, ich habe jetzt hier meine drei. Genau. Was mich immer noch ein bisschen irritiert ist, warum der eine bloß. Und ja, und die ist bloß die Größe. Liegt das wirklich daran, dass ich jetzt viel oben rum gebuddelt habe? Aber das ist eigentlich egal, da war 100% Gold drin. Ist da egal, oder? Ist ja bloß, dass es dann länger dauert, dass die voll werden. Merkwürdig. Na gut. So, wollen wir aufmachen. Ich hab bloß zugemacht, wenn ich nicht da bin. Und man weiß nie, wer hier langläuft. So, gut. Auch für den Menschen, ja, da werden wir kleiner kurz warten hier. Jetzt wollen wir den kleinen rausholen. Oh, dass ich den in den Inventar nehmen kann, das ist ein bisschen schade. Können wir nämlich vier Bauern immer in den Inventar nehmen und dann verkaufen fahren. Das finde ich jetzt ein bisschen schade, dass das nicht geht.
dass ich die nie aufnehmen kann. So wie die Schaufel. Zum Beispiel. Na gut. Gibt's da irgendwas hier noch in der Beschreibung vielleicht? Na, die Beschreibung in der Hilfe. Ist da vielleicht irgendwas drüber? Goldschmutz, ja, nicht so. Tinkerchen, Goldschmelzen, ne, steht da nicht so. Ein größerer, in dem kleinen Gewehr. Nein, steht nicht. Na gut. Ja, 100%. So bis 4,7. Merkwürdig. Komisch, komisch, komisch. Na jetzt. So, gut. Wir haben jetzt noch ein bisschen hier. Erstmal die scheiß Schubkörper wieder rausholen. Keine Ahnung, was er hat. So. Gut. Oh, Mensch. Schon wieder über eine halbe Stunde. Meine Güte. Gut, dann werde ich das Video beenden. Ich werde noch ein bisschen buddeln. Ihr habt mal wieder ein kleines Update gekriegt, was ich so gemacht habe. Hm. Ich weiß gar nicht, wie voll hatte ich das euch? Habt ihr da schon geguckt, wie voll das hier eigentlich ist? Da sind wir schon bei 25,4%. Hm. Na gut, alles klar. Dann ja. Kann da wohl nie wahr sein. Was ist denn das? Was ist denn mit der Schubkarre hier los? Ich verstehe es nicht. Gut, alles klar. Dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao.